Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, kann ich nicht. Ich suche jetzt gerade hier mal einen Weg nach oben. Da könnte es gehen. Oder aber auch nicht. Da vielleicht? Okay. Sollte so zwar nicht sein, aber... Scheiße, Mann. Jetzt verbringe ich hier so viel Zeit mit dem Suchen von einem Weg, der mich nach oben bringt. Was bringt das denn da drauf? Gar nichts. Geil. Sowas liebe ich ja immer. Gut, und andersrum auch nicht. Shit, shit, shit. Da! Ah! Ich blindfische ich. Ups. Heilige Maria. Ah, tut mir auch leid. Puh! Bloß nicht darunter springen, Ezio. Bloß nicht darunter springen. Das wäre schmerzvoll. Dann würde ich sagen. Wie sind die eigentlich alle hier hochgekommen? Ja, Fresse halten. Wurden die hier geboren oder so? Oder? Weil ich meine, wie sind die sonst hier hochgekommen? Na, egal. Und ab. Und hopp. Nee, scheiße, dann muss ich da drüben ganz hin, oder? Ja. Das heißt, einmal hier ganz rüber und dann in die andere Richtung und dann bin ich da. Alter, das war aber auch schon mal wieder hier eine ganz schöne Laufstrecke. So, da hätte ich ja gar nicht hochgekonnt. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, und wir synchronisieren auf dem Kolosseum von Rom. Schick, schick. Oh, 7 Punkte warten noch auf uns. Nice. Sehr nice. So, was liegt als nächstes an? Die nächste Mission ist da hinten ganz. Ich würde mal sagen, das liegt da noch ein bisschen so auf dem Weg. Wenn ich da hinkomme, dann mache ich das auch. Falsche Richtung, verdammt. Nee, richtige Richtung sogar. Oh, kann ich etwa das Kolosseum aufbauen? Renovieren? Das wäre ja mal richtig awesome. Alter, ich kann das Kolosseum machen. Wie teuer ist das? 100.000? Das muss doch richtig... 46.000, ja. Okay. Aber geil. Mit R. Aber. Oh, und was gibt's hier? Da war ich ja schon. Das kenne ich ja alles schon. So, Pferdchen. Da bist du. Ja, dran vorbeigelaufen. So, wo ist denn der Aussichtspunkt? Ich bin gespannt. Celio. Ups. War ja klar, dass das da oben irgendwo ist. Aber da sollte ich hinkommen. Da durfte ich hinkommen. Und... Na? Tschüss. Ja. Und tschüss. Oh, meine Fresse. Ja, wenn ich sprinte, macht er automatisch dieses... Rempeln. Das ist natürlich ein bisschen störend. So, ob das wohl klappt? Nein, natürlich nicht. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Alter, Mann, was macht er denn? Der hat irgendwie die ganze Zeit hier dieses... Der hat die ganze Zeit dieses scheiß Rampeln jetzt drauf, oder was? Am Arsch. Ich starte kurz das Spiel neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, es hat sich wieder normalisiert.
Und ich kann noch mal ein ganzes Stück zu Fuß jetzt laufen. Und halli hopp, los geht's. Ja gut, okay. Das ist ja nicht ganz so weit. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade einen totalen Umweg nehme. Na, Pferdchen, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. So. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Und wir sind da. Absitzen. Ja. Willst du mich verarschen? Hat er das schon wieder etwa? Nee. Gut. Gut, gut. Da geht's schon mal nicht. Aber hier. Und wie ich sehe, ist dann Assassinenverschlag. Ein Taubenverschlag. Vielleicht kann ich da gleich hier die Assassinen-Missionsgeschichte mal regeln. Die haben ja alle Missionen abgeschlossen und dürften auch fast alle aufgestiegen sein wieder. Gut, gut. Synchronisieren. Von 24. 6 Stück fehlen noch. Jawohl. Das ist ein... Ach, das ist da unten. Okay. Gehen wir mal zum Assassinenverschlag. Ist eher in Richtung... zum Assassinenverschlag. Zum Taubenverschlag. Ist eher in Richtung Zielpunkt. Interagieren. So, Täubchen. Dann zeig mir mal. Jawohl, Assassinen. Ja, sie ist aufgestiegen. Dann würde ich sagen, die bekommt mal... Oh, Pistole. Die bekommt mal die Panzerplatten. Fette Sache, Rüstung, Dolche, das kommt dann als nächstes bei ihr. Er ist auch ein aufgestiegen, er bekommt eine neue Waffe. Er ist aufgestiegen, er bekommt die Nova, Schiavona, weiß ich nicht. Und die Axt kommt danach. Fett. Ja, auch er nimmt mal sich mal das Schwert. Die bekommt eine Rüstung hinzu. Er bekommt Rüstung dazu. Da war ich schon. Und er eine Waffe. Jawohl. Schön. Das gefällt mir recht gut. Dann würde ich sagen, könnt ihr noch ein paar neue Aufträge erledigen. In Florenz gibt es ja noch Adligen angreifen. Einen Händler angreifen. Oh, 28% immerhin. An 70%. Warte mal. Ich nehme mal. Die Schwächeren damit raus. Und dafür übernehmen das die Stärksten hier. Dann können die das auch schaffen ohne Probleme. Kriegen alle ordentlich Erfahrung dazu. Jeder 93. Naja. Sie wird aufsteigen auf 5, das ist sehr gut. Joa. Ich würde sagen, die Mission wird gestartet. Venedig, was gibt's denn da? Schießpulver vernichten. Einen Diplomaten angreifen, das ist doch hier. Mal was. Zack. Und los geht's. Einen Priester eliminieren. 22. So, Waffen sabotieren, Stufe 5. Nee.
Das ist doch ein bisschen zu viel. Falsche Information. Paris kann ich auch noch nichts. Ein Kaufmann angreifen. Ist zwar etwas unter ihrem Niveau, aber sie macht es trotzdem. Ne, das ist mir zu wenig. Einen Assassin behalte ich hier. Und der Rest hat Missionen. Wo auch ein ziemlich dicker mit bei ist. Eine ziemlich dicke Mission. Was nicht unbedingt einfach werden dürfte. Oh, und ich sehe gerade, wir dürfen jetzt auch hier unten in die Gebiete rein. Das heißt, Tunneleingang. Als allererstes. Wenn ich denn da jetzt wirklich hin darf. Ah, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, okay. Kriegen die eigentlich auch Erfahrung fürs so eliminieren? Na los, greif ihn an. Okay. Ich weiß nicht, warum ich noch nicht im Kampf war. Im Kampf drin war. Irgendwie spackt das gerade hier ein bisschen rum alles. Natürlich kann ich da noch nicht an. Ach, fuck, das nervt voll. So, da hinten muss ich hin. Das heißt auch, dass ich da hin kann. Und das heißt, einen weiteren Assassinen kann ich rekrutieren, weil ein weiterer Borgia-Turm fallen wird oder abfackeln wird. Da hinten sehe ich den schon. Ich vermute zumindest mal, dass der das ist. Dass der gemeint ist. Achso, okay. Ich kann also noch nicht zur Hauptquest hin. Was sollen die Scheiße? Oder geht das hier so einmal rum? Na egal. Nehme ich mir erstmal den Tunneleingang davor. Da komme ich nicht hoch, also geht's hier gleich wieder runter und hoch. Ach Gottchen, ach Gottchen, das ist ein bisschen nervig. Ja, das macht so eine Biege. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Ausschnitt, wo ich noch nicht hin darf. Naja, gut. Naja, gut. Sei es wie es sei. Ich untersuche jetzt das Ding und renoviere es erstmal schön. Und ich glaube, ich gönne mir bald mal die Armbrust. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung. Oh, und ich kann mir beim Schmied noch eine neue Panzerung holen. Armschützer. Heilige Madonna. Heilige Madonna. Okay, das hätten wir erledigt. Dann wird's Zeit. Ups. Dorthin zu gehen. Das heißt, ich werde diesem Weg hier einfach folgen. Und hol mir ein Pferd. Wo ist es? Da ist es. Jawohl, und los geht's. So macht Reisen noch gleich viel mehr Spaß. Ups, Entschuldigung. Okay, da kann ich noch nicht hin. Ah, okay, das ist abgesperrt. Wegen dem Borgia-Hauptmann. Erklärt natürlich einiges. So, das Leonardo, oder was? Alle Cittadini müssen ihren Feind nicht. Er ist zu gut. Ich kann mir ein neues Upgrade holen. Haben wollen. Interagieren. Na also. Du hast bereits alles, was ich für dich brauchen könnte. Na ja, egal. Egal. Da hoch muss ich. Ey, okay. Geht doch. Wie komme ich da denn jetzt am besten hoch? Wahrscheinlich. Hopp. Nein. Gut. Das war's schon mal nicht. Und Bild.